Bist du schon beim Tech-Gebäude? Kurz davor. Jetzt bin ich quasi davor, daneben. Perfekt, ich gucke auf jeden Fall einmal auf diese Silos rauf, da sollen ja auch Sägen spawnen. Ja. Hey, diese Säge. Ja, nimm. Gönn dir! Gönn dir, gönn dir! Keine Zombies, perfekt. Hallelu. Nur der Mann im Scope schaut zu. Ja, im Tech-Gebäude ist. Oh, doch, Benzin. Jawohl. Ja, aber nichts anderes. Ja, Benzin reicht schon mal, vielleicht finden wir irgendwie ein Fahrzeug. Hier ist ein Bauplan. Okay. Kleine Garage haben wir schon. Kleine Garage? Ja, und beim Haus. Echt? Ja, habe ich schon eingesammelt. Sehr Hätten gut. Wir auch schon lange bauen können, eigentlich, ne? Eigentlich, ja. Da habe ich, glaube ich, sogar zwei Baupläne schon. Oh, hätte man zwei bauen können. So, ich laufe schon mal weiter. Also im Tech-Gebäude ja, war nichts. Unterwegs. Panzer wird vermutlich nicht fahren. Ich sehe dich. Ah. Ah. Lauf mal vor. Aber am Airfield sind keine Zombies. Sieht also sehr gut aus. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Tada. Wir würden ja eine DMR, eine Mod, ein Megapack und ein bewaffneter SUV befallen. Das finden wir jetzt alles da. Exzess. Was soll ich sagen? Mod und DMR hatte ich eben kurzfristig. Kurzweilig. Und Backpack Coyote hatte ich dann nicht mehr mitgenommen, aber das ist ja eh scheißegal. Ich glaub, weißt du, was ich noch überlegt habe, was das Problem war? Was? Ich hatte ja eine S58P und eine M16. Das habe ich beides ja rausgelegt für die Mod und für die DMR. Ja. Und ich wurde von der S58P gekillt. Nein. Oh, wenn er dich mit deiner eigenen Waffe gekillt hat. Also das würde ich dem echt übel nehmen, ja? Ja, das macht man auch einfach nicht. Das gehört sich nicht. Das tut man nur seinen schlimmsten Feinden an, wenn man dich nochmal richtig rächen will. Das ist ganz schön frech, ey. Ja, muss ich auch sagen. Ich weiß aber gar nicht, wer das... Doch, das war... Wie heißt der? Dava? Ist auch dieser Clan-Typi war das, oder? Ja, den du gekillt hast, oder der gestorben ist zumindest. Ja, aber der ist auch nicht mehr online. Nee? Nee. Aber dann war das der, den ich vermutlich zuerst gehört habe. Und noch unten im Untergrundlabor war, weißt du? Ich glaube auch, dass der da rumgegeistert hat, dich vielleicht auch gehört hat, dass du dich bewegt hast oder so und gewartet hat. Ja. Oder mich vielleicht sogar gesehen hat durch dieses komische Loch da. Kann auch sein. Weil der hat an der Ecke halt gewartet. Ich bin genau an dem vorbeigefahren, da ich nichts gesehen habe, weil ich so wenig Blut hatte. Ja, genau neben ihm geparkt auch noch, weißt du, steig aus, bam, tot. Ja, das ist natürlich ungünstig gelaufen, ne, aber... Ja. Naja. Aber ich hatte ihm noch die Beine gebrochen. Oder er ist ja sogar noch dran gestorben. Also ich hab nicht auf ihn geschossen. Er ist einfach so, durch die Zombies, weil er hat ein dickes Feuer noch ver... Oder der andere Typ hat ihn gekillt. Das kannst du auch haben. Weil ich hatte ja noch dicke Schüsse gehört, daraufhin ist er gestorben. Hätte ja sein können, dass er nicht auf die Zombies geschossen hat, sondern dass... Auf ihn noch. Und dann halt nicht verbinden konnte und daran gestorben ist oder sonst was. Der lag auf jeden Fall mit gebrochenem Bein. Es hat Knack gemacht und dann lag er. Hm. Ich habe ihn schon gut getroffen. Aus der Hüfte. Ich konnte nicht mehr zielen so schnell. Aus der Hüfte einfach Dauerfeuer auf diesen Typen. Das habe ich echt noch nicht hingekriegt, neben einem aussteigen. Oh, was liegt da? Ja, S58P. Die gute Alte. Gute Alte. One-Shot, Alter. One-Shot-Waffe ist das. Ich sag's dir. Hat man ja gerade gesehen bei dir. Ja. Ist nur eine Cobra. Ja, eine Cobra liegt da hinten auch noch. Die hatte ich irgendwie noch im Rucksack. Ja, nicht im Rucksack. Ich habe keinen Rucksack, sondern im zweiten Waffenslot. Ja. Das stimmt, der Wert, das Bild.
Also. Voll doof, oder was? Aber richtig. Ja, das steht da auch schon länger. Macht sich keiner die Mühe, das mal in die Luft zu jagen. Also müssen wir nachher mal machen. Das können wir ja, wenn wir hier weggehen, nochmal. Ich will das unbedingt wieder fliegen. Ja. Dann wollen wir gleich weiter zu Martin, oder? Ja. Können wir machen. Ja, ist da. Ich fick zuerst! Nee, ist nicht, Alter. Kannst die Bandagen haben. Oh Mann! Du Penner, ey! Verbinde dich schon, ich kann dich gar nicht. Ein Morphium? Ja, hab ich extra mitgenommen. Also sogar eins mehr. Ich hab grad eins abgelegt auch. War ja wieder klar, ey. Weißt du? Ja, wir haben echt ein ernsthaftes Wörtchen miteinander zu reden, ne? Kauf dir mal bessere Schuhe, dann brech ich. Brech dir gleich mal die Beine, Alter. Nein, jetzt schickt mir mal das Zaun. Ja, selber schuld, das nennt man Karma-Penner, ey. Scheiße, ich hab keine Bagage. Ich hab doch gesagt, nimm die mit. Hey! Oh. Super realitätsnah. Das hat geklappt. Und ich sag noch, nimm die Bandagen mit. Nö, nö. Ach, Mr. Rambo braucht die ja nicht. Ich habe keine Zeit zu bluten. Na, Mäuschen. Jetzt will wieder die Beine brechen. Ja, war der Plan. Oh. Ich hab auch nur noch ein Morphium, also wenn wir beide uns die Beine brechen, musst du krabbeln. Ist immer wieder gut, so direkt übers Airfield zu laufen. Ja, das ist absolut. Macht das nach, auf jeden Fall. Das ist das Beste. Die Leute sind so verwirrt, dass sie gar nicht auf euch schießen. Ja, damit bei dir vielleicht, weil ich gehe instant drauf immer. Musst du im Kreis laufen. Wenn hier irgendwo ein Sniper hängt, snipt er eh irgendwie auf die Feuerwache oder so, der guckt gar nicht hin. Ja, genau, das hat er gar nicht im Blick hier, das ist viel zu offensichtlich. Ganz genau. Tannen und so hat er auch alles im Blick. Ja, aber nicht dass er fehlt, also nee. Nicht die Mitte. Oh, ich sehe das schon wieder, ey. Martin hängt ein Sniper. Oder 7 oder 18. Oder der ganze verdammte Server. Ja, ey, echt. Oder auf jeden Fall in jedem von diesen kleinen Häusern steckt einer drin. Oder wir gehen nochmal wieder ins Untergrundlabor, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass sie das gemacht haben. Das ist auch eine gute Idee. Wir haben eine Waffe, das ist relativ nah dran. Ja. Ah, die sind alle in Meatbone campen da, die Bambis. Schreibe zurück, hör auf zu flamen, Pussy. Oh, wäre das gemein. Aber ich kann ihn gut nachfühlen. Es ist so nervig, dass die Leute hier auf dem Server wirklich in den Spawnstätten campen, super ausgerüstet und dich mit einem, also du alleine mit einer Makarov ausgerüstet. Ja. Dich wegnatzen, ey. Auf jeden Fall. Oder man hätte ihm vielleicht schreiben sollen, man spawnt doch woanders, Alter. Nein, das ist. So, das sowas Böses einfach. Schreibt man nicht, das ist, ich will ihn nicht beleidigen. Also. Damit kratze ich seine Intelligenz ab. Ich hab nur einen Server zitiert. Ja, ja. Servernamen, ich hab. Zack, Kick. Ja, ich will so lachen. Ah, wäre lustig. Und nicht das erste Mal. Ich hab Daisy gerade wieder zum Laufen gegeben. Ja, aber das, genau das ist ja das, was ich meine, ne? Absolut. Ich bin immer noch so beeindruckt, ey. 10 Minuten und ich hab Daisy von Grund auf zum Laufen gekriegt. Mit Daisy, Kumpel und alles. Du Killer, ey. Ja, echt mal, so schnell habe ich das noch nie hingekriegt. Ich werf mal die AKM weg. Was? Wieso? Nee, ich werf die SA-58 weg. Hast du die AKM noch? Ja, aber Magazin noch dafür. Ja. Schlag mich nicht. Nein! Nein, nur, schlag mich nicht. Zack! Ein Glück. Aber ich fühle nicht. Ich hab echt drüber gedacht, dass ich keine Bandagen mehr habe. Hast du noch welche? Ja.
Okay. Guck gleich mal, wie viele ich noch hab. 1, 2 oder 3, weiß es nicht. Hättest du ja aus der Fire Station mitnehmen können. Ja, ja, ich wiederhole mich. Ich weiß. Oder hier links im Haus sind vielleicht auch Bandagen. Da guck ich übrigens mal rein. Da könnte ein Rucksack sein. Alles gleich nur um die Folge. Ist richtig, Zombies gehen alle. Nee, doch nicht. Sagen, ey. Die alle mir hinterhergekommen wären. Die Maus jetzt so richtig verloren. Pläne Banditen Level 1. Nee. Ui, ein Klappspaten. Nicht, aber so okay. Geht gar nicht, ey. Ja, echt, also da, ich lock mich lieber aus, das kann ich den anderen nicht antun. Den anderen das ist zu viel, ey. Ist zu viel. Echt, man kann es doch übertreiben, viel. Junge. Ja. Ich hab doch 3 Bandagen. Wollt doch gar nicht so doll. Helikopter. Eh nur dieser NPC-Helikopter, der auf nichts schießt. Ja, auf uns zumindest nicht, ne? Nur auf unsere Feinde. Das Ding ist so heftig. Ich hab einen Reifen. Okay, ich hab Dosen und jetzt hab ich einen Reifen. Hm. Hier ist noch ein Klappspaten. Willst du den? Ich nehme ihn dir mit. Also Alter, wir sind beide voll überpowered. Ey, das wäre total lieb von dir. Wo bist du? Vor der Fire Station gleich. Okay, wo wollen wir jetzt hin? Martin oder Labor? Auch Untergrundlabor würde ich sagen. Müssen wir um da lang. Oder? Ja. Hier, zack, 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 umdrehen an sich was. Ja, es ist nicht weit. Also ich habe halt ein Magazin für die AKM. Ja, ich habe 2 für die AK, aber die sind nicht ganz voll. 18 und 27 Schuss. Das reicht auf alle Fälle. Ja, locker, ey. Einer ist ja schon down. Ja, also. Ey, vielleicht konnte der Typ gar nicht alles mitnehmen. Hat der sowieso nicht. Ein bisschen liegt da auf jeden Fall noch. Vielleicht kriegst du noch 2, 3 Magazine. Ich denke, die große Waffe wird er mitgenommen haben. Ja, natürlich nicht. Da das Beste, wird er das Beste mitgenommen haben, aber ja. Vielleicht kämpft er das auch. Alter. Er hat mich geschlagen, ich blute nicht. Jetzt will er auf mich los. Verpiss dich. Das Partytier ist hier. Und er geht wieder mit seiner Mod weiter ab. Das ist ein Assi. Also wirklich. SKS, ja, ist okay. Ich glaube, die sind alle in Mitrovic. Wie witzig. Hier ist ein Auto, warte. Hast du eine Toolbox? Nee. Okay, dann haben wir es vergessen. Ich hätte zwar einen Reifen dafür, aber ohne Toolbox bin ich. Ich bin echt nicht wirklich ausgerüstet. Danke. Mit einem Herzchen-Smiley. Der ist total sympathisch, oder sie. Ja, ich. Niva, er garantiert einen Kevin. Ja. Kevin. Lorenzo von Matterhorn. Oh, ja. Clive Owen, der männlichste Name der Welt. Was? Ich dachte, Dieter Bohlen, Alter. Ich weiß nicht, wo ich das her habe. Irgendwo habe ich das noch im Kopf von irgendwo. Ey, Clive Owen, der männlichste Name der Welt. Aber jetzt mal ohne Scheiß, ich dachte, das wäre sowas wie Jack, oder weißt du? Ja, Jack ist ja wohl kein Mensch, Jack kenne ich auch eine Menge Frauen. Ja, die Frauen. Nee, hier, männlicher Name ist Rambo. Rambo, Alter, der ist noch nicht männlich, Alter, voll die Arnold. Pussy, ja. Arnold. Ja, das ist ein männlicher Name. Arnold ist wirklich männlich. Arnold Rambo müsste der heißen, ey. Arnold Rambo. Hi, ich bin Arnold Rambo. Was ist los, ey? Hey, Guys. In meinem Hobby plündere ich den Banditendörfer. Ich glaub kleinen Kindern den Lolli. Tommy will auch mitreden hier. Psst. Die Fresse da hinten! Ruhe im Karton! Ja. Hier, also, ich bin eben. Wir können hier gleich nochmal bei der Fire Station vorbeigucken. Hier kommt ja auch gleich noch eine. Okay, ja, können wir machen. Dann bin ich so ein bisschen verplant durchgelaufen und so und yes. Dann. Hier ist ein Camp rechts von uns.
Ich muss auch nochmal irgendwann angucken. Ja, ich sehe da so ein Aufpfützeln. Könnte auch eine Titanic sein, das obere, ich weiß es nicht. Hier ist eine Titanic, die hatte ich schon gesehen vor einiger Zeit. Ich sehe nur so ein bisschen Pfützel da. Die wollte ich dir sowieso noch nahelegen, wenn wir mal Sektor wollen. Ja. Bin ich halt vorne, wir müssen immer mal wieder Titanic fit machen. Ja, und dann halt mit der Titanic da durch. Weißt du, was ich überlegt habe, was vielleicht auch ganz witzig wäre? Durch den Sektor mit der Titanic, durchs Haupttor. Ja, das auch. Das aber einer rennt halt einfach rein, versucht und fährt diesen scheiß Truck nur einen Meter nach vorne. So, dass man von der anderen Seite durch rankommt. Kommt man da rangerannt? Weiß ich nicht. Das wäre es, gilt es auszuprobieren, aber es geht auch so, wenn man Sektor zu zweit macht und eine Sniper hat, Alter, ohne Scheiß. Ja, natürlich, aber muss ja erstmal mit einer Sniper hinkommen. Na, so eine PSO habe ich im Haus gesaved. Perfekt. Du musst gleich noch eine und dann gehen wir dahin. Ja. Bin ich Fan von. Bin ich Fan von. Oh, ich auch. Wir rüsten uns aus und nach dem Restart können wir los, ey. Ja. Sektor, wir kommen. Dann können wir. Oh ja. Ja, liebe Leute, freut sich auf Sektor. Im nächsten oder übernächsten oder übernächsten Video. Auf jeden Fall. Im nächsten Video. Ich nix wissen. Saubere machen. Putzi. Ja, weißt du, was alles dazwischen kommt. Ja. DayZ ist ja einfach ein Spiel. Egal wie du es planst, es kommt immer anders. Ja, definitiv. Und man darf nie damit rechnen, mit irgendwas, sondern. Einfach auf genau. Zukommen lassen und genau. Einen Plan einfach spielen, einfach losrennen und gucken, was man unterwegs hat. Augen schließen und genießen. Augen schließen und genießen, du sagst es.